Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und heute bin ich wieder für euch in Battlefield unterwegs. Und zwar level ich heute meinen Drustellar wieder ein bisschen weiter. Mittlerweile bin ich auf Stufe 67 und ja, wir ballern uns mit einer E-Kombi hier so ein bisschen durch die Burning Crusade Dungeons durch. Und hatten vorher schon ein paar recht interessante Runs, sagen wir es mal so, wo wir teilweise ziemlich durchgeballert sind und teilweise ein bisschen zu überheblich waren. Aber man muss seine Grenzen ausprobieren und austesten. So, die waren wir auch noch nicht. Perfekt. Perfekt. Wobei, hier kann das auch relativ schnell in die Hose gehen, wenn die Leute den zweiten Boss nicht checken. Jetzt mache ich mal den Timer hier an und auch meine Flast. Dass wir nochmal 10% extra EP kriegen. Das Problem ist, hier kannst du nicht so ganz gut zusammenziehen, weil das alles wieder Caster sind, ne? Das ist ein bisschen ätzend. Außer ich ziehe einen Raw und wir ziehen alle um die Ecke rum, ne? Aber das könnte dann im, Oh, lieber nicht. Hier, jetzt so ein Entfluchen wäre gut, ich krieg weniger Heilung. Ich habe mir sagen lassen, Mages können entfluchen. Ja, wir haben ja zwei. Int mal bitte. Oh Mann, ich muss da Damage machen. Leute. Meinst du, der Fire Mage soll das machen? 10% Int machst du oder mehr Damage? Er hat wahrscheinlich schon geprebufft außerhalb der Instanz. Nur für sich, dass der andere Mage keinen Int kriegt. So denkst du von mir, ja, ja. Ich weiß nicht, kann mir das schon vorstellen. Renn mal hier durch, ich bin Puff hier. Okay, chill mal. Ach so, jetzt auf einmal, ne? Ich zieh ja, die bloß in die Ecke. Genug, oder? Ja, dass die hier zusammenkommen. Ah, ist okay. Ist okay, was. Was kommt denn der her? Ich hab da was gefunden. Oh, war ja. Aber nur ein Ed. Ja, ne, das eine Ed hat noch zwei andere mitgebracht. Seine Homies. Hat gechained. Was? Dann machen wir das jetzt mal chillig. Ich muss nämlich schnell zum Schar des Zorns rüberfliegen. Nächsten Char anstellen, wie viel brauche ich denn jetzt noch? Oh, so einiges. Boah, wenn ich das Mount endlich mal habe, ich sag's euch. Hätt's ja gar nichts mehr zu tun nebenbei. Ja, du, ja, gibt mal was zu tun. Wenn ich mit Dings fertig bin, dann stelle ich die Chars halt immer in die Warfront rein, weißt du? Wie viel Chars hast du denn jetzt beim Schauen mittlerweile? Fast 80, oder? Guck mal. Um den Dreh rum. Willst du in der Warfront einen Schaf? Marken sammeln oder was? Marken, genau, ja. Und du kriegst ja immer ein Gear-Item. Das lohnt sich schon. Irgendwann kann ich die Chars wieder in LFR gebrauchen, weißt du, wegen dem Gear-Achievement. Und wenn die dann schon Grundgear haben und in LFR rein können, ist das ganz praktisch. Deswegen ist es mit dem Gear ganz, ganz nett. Wenn die da halt immer so ein Free 400er Item-Level Teil kriegen, kann man nichts sagen. Und die Marken sind halt auch praktisch. Ich krieg halt 15 Marken für eigentlich gar nichts tun. Einmal das Anmelden klicken und dann AFK ich da halt so nebenbei ein bisschen durch. Da habe ich halt schon viele Marken, deswegen. Ich habe mit vielen Chars 100 Marken rumflacken, weil die halt immer mal wieder in der Warfront waren. Und ich habe halt so viele Tränke und das ist halt schon praktisch. Warte, chill mal kurz. Hier ist doch der Boss, dieser Caster-Boss. Ja, genau. Den viele Leute nicht checken, dass sie auf Max-Range gehen müssen. Den pull ich nicht mit, keine Angst. An dem bin ich schon oft genug gewarbt, weil die Leute halt echt inkompetent sind. Aber der debufft doch gar nicht. Der debufft doch auf die komplette Inni-Range, oder? Nein, du kriegst umso mehr Stacks, umso näher du dran bist. Deswegen gehe ich jetzt auf Max, zieh den jetzt weg, dass ihr auf Max-Range seid. Schau, okay, ich hab dich auf Max-Range. Ich habe 4 Stacks, weil ich genau neben ihm stehen krieg, hab 200% mehr Zauberzeit. Und aus dem Feuer raus, ne? Wäre gut, ja. Sonst werdet ihr, ja. Und umso näher du dran bist, umso mehr Stacks hast du quasi von dem Debuff. Aber ihr müsstet jetzt relativ wenig haben, genau einen, weil ich ihn jetzt extra so weit weggezogen habe. Was ist, glaube ich, nur Zauber. Also für Melees ist das, glaube ich, egal. Das ist nur für Caster halt kacke. Gut, ja. Die Gruppenkonstellation ist jetzt eher blöd. Hier liegt so ein toter Vogel, ne? Ja, der hat die kompletten Stacks gefressen.
Ja. Ging doch. Ah. Kann man auch wieder so eine Harakiri-Aktion machen. Okay, ich hab dich. Ich hab einmal gewollt. Oh, der Mage hat eh einen Haufen. Oh, was geht jetzt mit den Skeletten ab? Die haben HT gezogen, glaube ich. Das war beim Boss. Ja, die hatten 100% Angriffstempo erhöht. Ja, deswegen meine ich, weil die auf einmal so schnell so schnell zugeschlagen haben. Sah schon so aus, ob sie HT drauf haben. Da siehst du, da hier. 100% mehr Attack Speed. Weißt du, wir kriegen nur 40% über HT. Ist schon traurig. Die haben anscheinend die besseren Mages nice dabei. Eigentlich geht die Ini auch relativ zügig, ne? So viel OE geht, glaube ich, alles irgendwie zügig. Ja, nein, aber du hast ja halt hier auch nur zwei Bosse, ne? Achso, das. Kannst ruhig alles nehmen. Sagte er und dann. Stirbt er. Ich halt nicht schon, kein. Naja, Level Up hat mich jetzt vollgezogen. Nein, nice. Ich hab gedacht, hey, was war denn das gerade? Ich war nicht geheilt. Der Boss ist auch am Start. Ich hab dich. Ich hab noch zwei Aufladungen von Rasenregeneration, falls die nötig wären, ne? Nee, passt schon. Das kostet schon halt ein Global, das ist halt immer so eine Sache. Nee, mach lieber Damage. Heil den Mage mit. Ja. Warte, ich mach meine eigene Heilung. Eisblock, ja. Ich hab dich voll. Danke. Das ist nämlich unsere Haupt-Damage-Quelle, die müssen wir am Leben halten. Ja, stimmt, ja. Ja, guck ich meistens gar nicht drauf. Ich guck meistens eigentlich nur auf den Tink und auf mich. Na gut, Prioritäten richtig gesetzt. Ah, den Boss kannst du auch nicht kicken. Am besten sind eh in Low Dungeons die Leute, die wo da meinen, hier von wegen, oh, DD ist heilig nicht, die sollen sich irgendwie Essen stopfen oder so. Nach der Ad-Gruppe. Gut, dass du den Tank priorisierst, ist eh klar, ne? Wenn der stirbt, dann fällt das Kartenhaus ziemlich schnell zusammen. Also ein bisschen so ein Pappen-DD mit rein. Die DDs ja nicht komplett ignorieren. So, hier ist es bloß immer blöd mit den Quests, weil du dich einmal rausporten musst, dann hochlaufen. Ich weiß gar nicht, ob es das wert ist, dir eine Quest oben abzugeben. Da bin ich immer so zwiegespalten. Naja, komm, machen wir es mal. Was sind das? 17 KP? Die kann man schon mitnehmen. Die Erfahrung. Oh, schade, das Zorns hat mir mal wieder nichts gegeben. Eigentlich müsste ich mit meinen Level-Chars auch immer Dinge mitmachen. Immer Bergbau, Archäologie und Kräuterkunde, ne? Weil du hast halt ab und an Sachen rumflacken, auch in den Dungeons, die du eigentlich easy mitnehmen könntest. Das dauert immer. Ah, gut. Ist jetzt die Frage, ob es das wert ist. Dass die Verzauberung geht mit dem Schnellfarmen da. Stimmt, das könntest du auch noch draufhauen. Wenn du mal wenn sie Erlum Handschuhe hätten, ne? Das gibt's ja leider nicht. Weil. Ja, geht das im Low-Bereich überhaupt? Oder hat das ein Level? Weiß ich. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ob das ein Level hat. Ich hab nur keine Gedanken darüber gemacht. Halt durchsporten und nochmal hinlaufen. So. Seid so rumgelaufen. Wollten wir schon. Was hast du da jetzt alles gepostet? Instanz-Timer. Am Eingang waren noch zwei Quests. Ja, einfach raus und reinporten. Interessant, was du da alles für Daten erhoben hast.
Ja, nimmt dann an, wenn ihr die Quests abgegeben haben, dann können wir die nächste Indie durchstarten. Cool wäre, wenn wir mal mit Bollwerk kommen würden, ne? Aber dann müssten wir uns nochmal einen Loweren anlachen. Irgendwie. So eine 59. Hättest du theoretisch auch einen gehabt, der dann Levelstopp reinmachen könnte? Und dann die ganze Zeit mit dir Bollwerk cured, oder? Ja, das geht, ja, klar. Muss halt einen finden, der das macht, ne? Am besten noch ein nächstes Mal ist mit einem Tor, der wohl immer so mit reinläuft. Dass man am Anfang da hochkommt. Aber ich glaube, das geht gar nicht. Ich bin. Hat der Hexen, natürlich überkrass. Hat der Hexenmeister am Anfang schon ein Gate? Ne, es gibt ja relativ spät erst deswegen. Müsste wahrscheinlich so dann immer reinlaufen. Lass mal jetzt hier richtig durchrennen. Komm. Lass mal richtig durchrennen. Das hier könnte man sogar überleben. Der eine Mob ist mir abhanden gekommen. Lauf mit dem einfach mit. Alter, immer wenn ich taunten will, kommt, haut der eine mir. Oh fuck. Das war geil. Geh mal kurz. Alles gut. Nur mal eine Wall reingehauen. Oh, ich war aus Versehen hinter der Ecke gestanden. Weiter geht's. Ja, müssen halt gucken, dass wir. Ah, fuck, ich bin voll betäubt. Ich hab dich. Gerade nochmal die. Nee, ach, die Wall ging gar nicht raus, wurde instant nochmal betäubt. Okay, das ist halt die Kacke. Ich fress halt eins, dann nach dem anderen, ne? Mehr im Stun als alles andere. Du bist nicht in Reichweite. Schaut bloß, dass sie die Bomben hier. Ich desorientiere sie mal alle. Ich bin gestillt, ich kann nichts machen. Ja, ich nöck sie mal alle weg. Jetzt bin ich am Start. Ja. Die moven alle. So, okay, passt. Hab den Tag gerettet, habt ihr das gesehen? Der Hunter hat Aggro. Ey, passt schon, hab sie wieder. Muss von den Mobs ein bisschen weglaufen. Kann ich sie schlecht alle mir holen? Ah, Level Up. Auf geht's. Und Level Up regelt. Ja, so kommst du halt schon schnell durch die Inis durch, ne? Ich mach mal Damage. Kannst du dich selber heilen? Ich heil mich jetzt selber, aber der macht am Ende so eine komische Explore. Irgendwie. Ich weiß gar nicht. Oh, er hat mich übernommen. Oh, das waren jetzt ein bisschen viele. Mal schauen. Gestillt. 3, 2, 1. Hab dich. Das sind schon bitchige Mobs hier in der Instanz. Ist jetzt eine Teerfalle gelegt? Mhm. Brauchst du. Was hast du gerade drauf? Brauchst du ein Dispel? Nee, also es macht jetzt nicht so krass Damage. Okay. Kannst du schon runter Dispel, aber ich glaube Dispel kostet relativ viel Mana im Verhältnis, ne? Ach nee, ist okay. Instant. Und nochmal. Mach mal Slowdown, ich muss mal kurz mich hinsetzen. Okay, mach mal. Drei, zwei, eins. Hab dich.
Machen wir schon mal hier am Schalter ein bisschen rum. Okay, Moment. Weg mit euch, mit dem Pack. Ding ist halt, hier, Typhoon ist halt so gut, ne? Wenn du den kompletten Pöbel einmal wegschickst, alle Milis finden dich halt erstmal nicht mehr und die Caster werden alle interrupted. Gibt halt eigentlich nichts Besseres. Hast du eigentlich schon Battle Rats? Ja, ich hab da vorne auch schon den Mage geretzt. Ah, okay, gut. Gestillt? Oh, ich bin voll gestunt. Ich hab dich. Ich wollte sie gerade desorientieren und dann haben sie mich wegzezieht. Naja, den Battle Rats hast du vorhin schon gemerkt, ne? Mhm. So, diesmal machen wir den gleichen Kack wie das letzte Mal, bloß ohne sterben und am Rand laufen, ne? Auf geht's. Ja. Yeah. Wie kommen denn die da von da hinten? Das gibt's doch gar nicht. Die werden autogepullt wahrscheinlich durch den Boss. Werden die getriggert. Scheinbar. Keiner war in der Gegend. Ja, okay, dann war das letztes Mal auch kein Fail. Oh Gott. Ja, die casten dann alle auf den Heiler dann, ne, wenn die da hinten geaddet werden. Okay, na ja, gut zu wissen. Diesmal hat's wenigstens funktioniert. Hab noch keinen Taunt. Schön das ganze Pack da pullen. Schön Damage machen. User left your channel. User left your channel. Lebt wieder. So. Kommt der nächste interessante Pull. Auf geht's, ich hab alles ready. Drück, was du kannst. Ah, dieses Kackbetäuben. Ich bin durch CC, wenn die dich einmal chargen. Sehe ich auch. Bleib hier in meiner Range. Ja, ich muss nur den Dings pullen. Kommt hier rum, alles gut. Alles gut. Easy. Da bist du schon wieder um die Ecke durch. Ja, da ist ein Mob jetzt, ne? Also. Schwer zu Schmerz. Okay, jetzt einfach durchziehen auf den Mob. Ja, du kannst auch Damage einfach drauf. Vielleicht kriegen wir den Tod, bevor er seinen Shit macht. Da ist eh nur einer. Dann müssen wir noch nicht warten. Nice, jetzt seinen Immunscheiß nicht mehr durchgekriegt, einfach weggerödelt. Easy. Weil der macht sich so einen Kack, dass er halt ewig dann Damage immun. Ja, mit genug Damage geht alles. Komm, jetzt einen schicken Bollwerk Run. Das sieht immer nach Bollwerk aus, aber am Ende yes, ist es. Oh, nice, jetzt ist es auf einmal. Sehr geil. Schön. Jetzt renn durch, Alter. Renn durch, sag ich dir. Ich brauchte noch Heilung, ne? Kriegst du. Okay, bleib kurz stehen. Ich wall jetzt. Läuft. Mach immer so, pull mal so ein bisschen und dann bleib kurz stehen. Uff, Alter, uff. Das war knapp. Ja, die haben nochmal alle weggekickt, die Gammler. Das war knapp. Komm, schneller als 9 Minuten, bitte. Ach. Hörst du da komplett? Mein schnellster Run und mein Rekord war halt 9 Minuten. Hier in dem oder allgemein? Allgemein. Ich krieg's nur wieder. Verlies mit Tiller. Ja, 2 Minuten im Verlies. Du musst ja nur links in einen Boss machen. Da musst du nur einen Mob benutzen, ja klar. Ja.
Ja gut, bei mir war es Bollwerk mit allen Mobs natürlich. Mit allen die mit Quest Boss, und ja. Quest und allen Bossen. Ja gut, den Bollwerk brauchst du auch nicht alle, da musst du nur den Dings killen. Ja gut, aber wenn du mehr Puls, dann kriegst du auch mehr EP, oder nicht? Ja, aber die der End-EP ist ja das, was das krasse Ding bringt. Oh okay. Nein, das war jetzt... Das geht. Bleib in okay. Range, bleib einfach nur in Range. Bleib stehen. Ich bin voll gestunt. Ich dachte, es kommen jetzt alle von allen Seiten die Mobs, wo das geht. Oh, Mage, zweiter Mage, komm näher ran. Wollen hier vielleicht nicht die... Ja, wenn du den addest, dann addest du die andere. Dann hast du den ganzen Laden am Arsch, ja. Okay, ich hab keinen Mana, ich muss trinken. Jo, reck mal. Jetzt mal hier slow die beiden. Komm ran, ich bin da. Machen die und dann machen wir den großen. Save jetzt meine komplette Wut hier mal. Okay, das war anscheinend doch keine gute Idee. Bleib liegen. Sorry. Dachte, ich kann alles saven und dann den großen Pull machen. Jetzt gehe ich mit null Wut da rein. Ich war gerade in dem Zwiespalt so, soll ich den Heil durchbringen oder soll ich den lieber Engel geben? Und dann habe ich, naja, gut. Egal. Hätte halt gern schon Dings, ne? Inka, das wäre halt cool. Das wäre krass, ja. Aber dann kriegst du bis 90 kriegst du das erst, oder? 75. Ist ja bald. Ja, gut, ein paar Level sind es schon noch. Vor allem, weil genau in dem Bereich kommen noch Dungeons kommen. Ja, gut, du hast dann halt noch das MOP-Gedönse, ne? Wenn diese Stunts nicht immer wären. 4 Minuten bis jetzt. Oh oh, wir haben den Mage verloren. Er ist runtergefallen. Wir machen das fertig. Okay, wir ziehen jetzt durch. Ich zieh jetzt auch mit durch. Kannst du dich selber heilen? Ja, zieh. Ich soll vielleicht nicht im Feuer stehen. Ja, zieh einfach durch. Mach einfach nur Damage, am besten auf dem Drachen oben. Ja, mach ich. Sag, wenn es knapp wird, okay? Nee, ja, kannst voll durchziehen, ist gut. Alles klar. Siehst du ja, ich bin auf 80%, das passt. Der Mage fällt gar nicht auf. Ja, Heiler zieht mit durch. Ja, warum kriegen wir jetzt die Instant-EP? Diesmal hat's. Davor auch schon. Nee, davor nicht. Vielleicht weil wir den Drachen schon runter. Ich Quest hatte. Das kann ja in Quest liegen. Also, wie lang war der Run jetzt? Mr. Timer? 4 Minuten 51. Boah, es geht schneller. Oh nein, bitte nicht Arkantras, bitte nicht Arkantras. Ah, Mechana. Aber der ist doch auch krass, oder? Da muss man doch auch irgendwelche Bosse besiegen, damit man weiterkommt. Ja. Muss man jetzt rechts lang? Ich sollte vielleicht nicht in der Katzengestalt da rangehen. What the fuck? Ich denke mir gerade. Das könnte helfen, ja. Jetzt bin ich Dings bedeutet. Oh fuck it. Warum war ich denn jetzt in der Katzengestalt noch? Bin da volle Lotze rein und hab dann erst gemerkt, dass ich in der Katzengestalt bin. Holy. Ja. Die ganze Zeit knockbackt. Ja, das ist so nervige Mobs hier. Wir können auch auf der anderen Seite, da kommst du schneller zu den Boss, ne?
Ich hab noch Int. Ich aber nicht. Ich auch nicht. Wir bist immer, auf jeden Fall links lang gelaufen. Ich bin gelaufen. Gesneakt. 5, 4, 3, 2, 1. Wieder da. Und Bär mit Flügeln macht schon was her, hä? Schaut dezent komisch aus. Bitte, willst du jetzt etwas sagen, ich schau komisch aus? Nein, nur die Flügel. Auf deinen komischen Bär. Weiß nicht, hier laufen ewig viele Patz rum, haben die Tanks quasi... Ja, die Bombenwerfer auch noch. Ja. Oh, den Boss haben wir. Nimm den Boss, nimm den Boss. Hab den Boss doch. Ah, fuck. Ich bin gesleept. Ich hab alles an Cooldowns drin. Was macht denn der eine hier? Ich zieh durch. Ich bin voll weg-CC'd. Nimm alles, was ich geht. Ich glaube mal. Warte mal, ich tue sie mal wegnocken. Wow. Ich hab dich. Ich hab dich. Oh, sorry, das war mein Fail. Wirklich, na gut, wir werden jetzt wirklich alles an ihr hacken. Na komm, tötet die Mobs. Wenn wir schnell reinlaufen, können wir sie vielleicht na gleich mal releasen. Released mal. Dann können wir. Der Mob ist schon relativ weit runter. Ich hab ihn in Fight behalten. Ja, passt. Lauf dran. Haben wir ihn. Auch unser Mage. Sorry, das war mein Fail. Ja, warte. Oh, Problem. Rep-Kosten kommen nach. Per Post. Und bitte per Post schicken, ja. Per Nachname. Weil waren jetzt ein Haufen Gedöns hier. Aber in der Was macht ihr denn da? Ich sehe doch gar nichts auf dem Boden. Ich sehe. Hä? Da macht's. Da piept's einfach nur so. Ja, und wahrscheinlich siehst du das wegen der Treppe nicht. Aber. Der zeigt mir nicht an, wo ich hinlaufen soll, was ich machen soll, hä? Kannst du mich retten? Nahen Gegnern Schaden zu, wir waren wohl alle zu nah dran. Ach, dann musst du weglaufen von dem Dude, ja gut. Der Vorschlaghammer, okay. Ja. Der hat zugeschlagen. Ja gut, war hier auch schon ewig nicht mehr drin, ne, Mechana. Jetzt können wir halt in die ganzen hohen leveligeren Innis reinkommen, ja gut. Du bist 68, die anderen sind alle halt schon 70. Kommst du in die ganzen höheren Inis rein? Irgendwas hat er auch Lustiges gemacht. Was ist denn das? Fügt Nag. Ah, okay, du kriegst einen Haufen Damage, wenn du den hittest. Hab dich. Ja, hab mein Vogel schon wieder gespürt. Der frisst immer alles mit, was der Boss kann. Macht er jetzt? Ah, jetzt kriegt ihr Magic Damage, wird zu 100% zurückgeworfen, ne? Ah, das soll das nicht. Solltest nicht draufcasten, das sind 100% Magic Damage. Ja, wir sind jetzt noch verreckt. Ja. Gute Nacht, würde ich mal sagen. Was macht ihr denn da? Irgendein Feld am Boden auf jeden Fall. Ja, die Dings casten halt hier, diese der Dinger. Der Boden war. Nee, der Boss war schon lange tot, aber der Boden hat irgendwas gecastet. Nee, da fliegen doch so kleine Dinger rum, die. Da müsste halt rausgehen. Die ganzen Minen explodieren. Kannst du retzen oder so? Peter sprengen Dings, ja, ich bin schon am Retzen. Das wäre schneller gegangen. Naja. Ja, seht ihr im Chat, ich hab ja ein Addon. Kannst weiterpolen, ich retz. Bin schon durch mit dem Retz. Okay, alles klar. Ab jetzt ohne Vibes. Wir sind noch nicht gevibed in der Instanz hier. Vibe ist, nicht wenn alle komplett. Leute tot sind. Wenn einer noch am Leben ist, ist kein Vibe. Also meinst du, dass wir vorsichtig pullen sollen? Bisschen. Gerade diese Minen, die zerfetzen einen hier. Bin ich denn so ein Mini-Bär?
Minibär mit Flügeln. Ich glaube, wir brauchen den einen Mob oben auch nochmal, ne? Du brauchst ja diese beiden Schlüssel, ja, dass das Ding aufgeht. Die Mechana. In der Inni hat sich für mich entschieden, dass ich Tank spiele. Das war die, zieh was, ich bin gesleept. Ich hab Ding vier, an. 4, 3, 2, ich bin betäubt. 1. Ich caste. Ich hab nochmal Ding ab. Oh. Huh, das war knapp. Ich glaub, irgendwas ist mit diesem Licht hier. Ich weiß nicht mehr genau was. Ich die anderen hab ich leider nicht, sorry. Na ja, gut. Ich zieh durch. Zieh mal durch. Ja. Range. Ich glaube, die müssten wir nochmal interrupten. Ich bin nochmal betäubt. Zieh durch. Ich hol mal Damage ran. Alter, wieder betäubt. Fliegst halt mehr rum als alles andere. Das kommt wegen deinem Flügel nach. Ja, wenn ich dann wenigstens noch keinen Fallschaden kriegen würde, weißt du? So, wo haben wir den anderen Pappenheimer? Da haben wir es da oben irgendwo. Ich umlaufen. Warte mal kurz, ich retz. Mach das mal. Ich pull mal nur einen. Okay. Dann wehnt, geil. Ist aus. Oh, scheiße. Ist schon ausverkocht, oder was? Kein Heal, kein Int. Ach, scheiße. Ich bin gesleept. 4, 3, 2, 1. Warum bist du so klein? Du, ich habe irgend sowas abgekriegt. Ich weiß gar nicht, jetzt hier die Carsten so ein Scheiß, wie kommt denn der jetzt her? Das ist der Boss. Nein, die komischen Ads da, die beiden. Antagiftfall war's. Ja, aha. Wer hat gepullt? Ja, ich sehe gerade. Aha. Mein Exorcist zeigt mir das auch an. Hab dich. Der Hunter. Die ist, es sieht eigentlich schon cool aus, ne, wenn du so nach oben guckst mit diesen ganzen Röhren. Das macht eigentlich schon was her, das Ding. Welches? Die Inni. Ja, da wirst du dem Mond gerecht, ne? Ach nö. Bitte nicht. Naja, du kannst halt bei den Prachtmeer noch ganz gut auch, oder allgemein bei den BFA-Fraktionen noch ganz gut Ruf mit den Missionstisch machen, ne? Wenn du die Mission immer losschickst, finde ich jetzt zum Beispiel nie so verkehrt. So, hier ist es auch immer lustig. Der Boss war doch ein bisschen kompliziert, oder? Ja, da musstest du irgendwie ständig rumkiten, irgendwie. Da war doch irgendwas, ne? Ja, die Feuer-Alias kannst du nicht stunnen oder nicht kicken, kein Damage drauf machen, du kannst sie nur kiten. Ein bisschen nerviger Boss. Ich würde sagen, wir ziehen HT und prügeln den einfach tot. Okay. Ah, der hat nur gekickt und betäubt. Manche behaupten, dass Wottel-Indies besser sein sollen, weil du halt nicht so viel CC-Scheiße hast, ne? Aber in BC-Indies kriegst du halt nicht so viel Damage, glaube ich. Ich weiß nicht. Ja, können wir mal ausprobieren. In Heroisch hier damals musstest du sogar CC'en. War auch knackig. In BC hast du ja einen Haufen CC'en müssen. Da hast du ja noch mit Marx und so einem Shit gearbeitet. So, dann mit vollem Elan drauf auf den Dude. Warte mal. Oh, scheiße. Du hast 4% Mana, ist nicht so viel, hä? Ich hab Trank, alles gut. Zieht einfach auf den Boss durch, keine Ahnung, wir kiten jetzt hier nicht irgendwelche Elis. Ah genau, und die hat sich so weggekickt. Ah, das rentieren jetzt ja auch noch.
Wer ist denn der Boss? Diese Nether-Dings. Ja, die Tusse, die vorher da war, die Elementare sind nicht der Boss. Die hier, ne? Mit dem Totenkopf, oder? What the? Hallo. Ja gut, dass du den Dings, ne? Gut, aber gut, dass du den Boss gefunden hast, ne? So nett. Es geht auf meine Kappe. Ritz mich. Wo ist denn der Boss eigentlich? Es sind halt drei Viecher da, ne? Einer, der vorher da stand, und zwei, die beschworen werden. Ich sag nur, du pullst den Boss mit, wenn ich 2% Mana hab. Also. Hier einfach durchrennen, ne? Weil hier spawnt doch immer nach, oder? Ja, ich bin gerade nicht über den durch, Absatz. Einfach durch. Kommen drei Wellen von Gegnern, kann man auch eben killen. Ja, die kann man in einem mal killen. Du hast 35% Mana, ne? Das passt. Ich pull den Boss mit. Das lübt. Du bist so klein. Das wäre jetzt gerade, warum ist der Mob so groß, aber. So hässlich. Das Bitte? Lübt schon. Das mag ich jetzt gehört haben. Das lübt schon. Okay. Ein bisschen Damage machen. Ja, dann sag mal, was du kannst. Mein Gott, bis im CC, der nächste Mal bei kommt CC auch wieder. Wäre besser gewesen, wenn den Hunter gehalten. Dann stirbt halt einer, wenn ich Damage mache. Dann ja, halt wäre, glaube ich, besser gewesen, wenn du den gehalten. Scheiße. Ja, du musst ranlaufen, weil wir kommen dann direkt hier wieder in Dings rein. Nee, ich zieh dich hoch. Ja, nein, er muss ranlaufen, weil wir die ganze Zeit im Combat bleiben hier. Nein, ich zieh ihn hoch gleich. Der Boss kommt hier gleich, ne? Und dann ist eh finito. Safe? Ja. Bleib mal liegen. Er ist doch schon lang aufgestanden. Okay. Alles klar. Der Typ macht um sich rum Arkanschaden. Ich glaube, ihr solltet da weggehen. Bäuste machen Damage. Er haut sich auch so ein Ding drauf. Alle Nahkampfangriffe. Ah, okay. Ja gut, dann spamme ich jetzt mal hier ein bisschen Ding. Wo ist denn der Spritzer? Den habe ich irgendwie nicht im Target. Ja, der Boss kommt instant. Weiß nicht, ob er instant kommt. Ja, ich war daneben. Der ist schon da. Sag mal, wenn du Heilung brauchst, bitte. Ich zieh durch. Ja, wir haben da hinten noch... Wo kommen denn die jetzt her? Okay, du brauchst. Ich zieh durch. Gestillt. Das hört sich so falsch an, aber. Ja. Stell mir das Heilungsschild. So Bild dich vorstellt. Der Boss holt deine. Er nimmt dich an die Brust, der Boss. Er stillt mich, oh ja. Am besten noch die Dicke da, wo bei Legion warum sitzt. In der Badewanne. Was? Wer? Welche Dicke in der Badewanne? Im Hexenmeister ist da immer in der Zone da, wo die Waffe. Da ach, immer die eine so, Dicke, so ein Dämon meinst du? Ja, ich weiß, genau. Was du meinst. Ja, ja. Diese Wichtelmutter. Die Hässlichkeit persönlich halt. Hm. Na gut, der Hunter hat hier richtig beim Endboss mitgemacht, ne? Da ging ja, was. Irgendwer hat mich sterben lassen, so ein Heiler. Ja, so ein Heiler war jetzt nicht leicht. Wattel ist besser wegen TC. Ja. Können ja nachher auch mal eine Wattel in die laufen. Wer hat letztes Mal gesagt, Wattel ist besser und dann hatten wir zweimal den mit Abstand langsamsten überhaupt? Naja, gut, Wattel gibt's auch im Stream. Ja, ich glaube Hannes war das. Ja, es kommt halt drauf an, in Wattel gibt's halt auch ein paar fixe Inis, ne? Ja, Dings halt genau ist halt... die, wo so lang dauern und wir hatten die. Ja, gut, da kannst du halt auch Pech haben, ne? Wie heißt der komische Bums da? Ankerhet ist lang, aber das andere, als Jolner Rub, das geht halt recht gut. Ach, diese Zeitdingens da, das war doch auch was so lange. Die Öffnung des Portals oder sowas? Oh nein, okay, ja, stimmt. Das hat doch ewig gedauert. Bitte nicht Akatras Botanica. Es dauert halt auch ewig. Jetzt kommst du halt in die ganzen shitty Instanzen rein, wenn du halt 70
bist, ne? Wenn unser Healer auf DD geht, kann ich auf den 60er gehen. Dann kriegen wir wieder das Gescheitzeugs. Könnten wir natürlich auch machen. Chill mal kurz. Bin noch nicht da. Der ist schon fast tot, der kann also nicht mehr. Weniger Mobs, ne, wenn ich mir schon was gepult habe, Mobs abbauen ist schlecht. Ich hab dich. Die Mobs sind alle tot jetzt, ne? Jetzt alles gut. Du kommst dann an, die Mobs sind tot und dann sagst du, ich hab dich. Also, die Mobs nicht mehr. Loft. Ja, wenn ich in Range bin, halt hab ich dich, ne? Sonst, bin ich halt nicht, sonst hab ich dich halt nicht, ne? Wie lange geht die Folge eigentlich noch? 20 Minuten. Wir sind jetzt bei 40 insgesamt. Wenn du schon 71 bist. 70 war dein Ziel. Ja, 70 war das Ziel und wir haben gesagt, das ist echt ganz gut. So. Schlaf. Roll up. Nice. Also dann noch einmal wegkicken, wenn es nötig wird. Aber es schaut gut aus. Schon wieder Schlaf. Was geschehen? Ich seh das, wenn du durch Engel gestorben wärst, du wärst gerade gestorben. Na. Ah. Wenn du nämlich stirbst, also wenn ich dir Engel gib und du stirbst, dann hat der Engel 3 Minuten Cooldown. Wenn ich dir Engel gib und du stirbst nicht, dann hat der Engel nur 1 Minute Cooldown. Okay. Hab ich ja nochmal Glück gehabt, ne? Mit dem hab Engel. Hab ich nochmal Glück gehabt. Auf geht's jetzt hier. Doch, der geht doch hier auch relativ schnell. Ja, du hast halt ewig viele Bosse in dem Laden. Ja, das schon. Musst halt einmal komplett um dieses Rondell da rum, ne? Das ist halt schon lang. Die durch? Besser ist die eine Stadt dann nochmal zu kriegen, wo man am Anfang erstmal 3 Minuten reden muss. Stimmt, das war ja die abfuckigste Ehe nochmal. Wir wählen doch keinen Boss an. Du kriegst noch XP dann. Das ist das Abfuckste, was du machen kannst, ist HDZ4 zu laufen. Einmal hatte ich auch eine Gruppe, sobald wir da rein sind, direkt 3 Leute gelieft. Ich hab die weggenockt und im Wegnocken bin ich gestorben, scheiße. Ich lauf rein, das geht schneller. Ja, das ist Ausmerzen von Stratholm, das ist der letzte Rotzladen. Was Schlimmeres gibt's nicht. Kommt ihr nochmal ran oder? Jö, ich bin schon am Laufen. Ich kann nichts machen. Boah, trotz Schildkröte gestorben. Hab dich. Ritzi. Ja, die haben ordentlich genatzt. Ja, das sind halt ziemlich viele Mobs. Hab dich, Spritzi. Zieh durch. Das war ja sogar ein Boss. Ja, das ist ein Boss. Also theoretisch hätten wir auch warten können, bis der Boss hinterläuft und dann die Mobs erst machen. Ich dachte halt, die paar Mobs plus Boss. Ich hab nichts mehr. Zieh mal weiter durch. Halt den in Combat. Ich zieh durch, du bist out of range. Ah, scheiße. Da geht nichts mehr. Warte, ich kann dich vielleicht battle redsen dann gleich. Zieh auf mich durch. Oh fuck, okay, ich kann dich doch nicht, oder? Komm uns entgegen. Ich bin da. Ich hab dich. Das ist kein Vibe, Leute. Das waren nicht alle Leute tot. Der Boss ist immer noch im Combat. Brauchst du ein Dispel? Das sind auch gleich. Nein, ich hab da gar nichts drauf, was du dispeln kannst. Mit einem Dispel, echt? Jetzt brauchst du doch ein Dispel, oder? Du hast doch was drauf. Ja, was ist das? Erlitten erkannt? Ja, doch, das würde ich mal dispeln. Das klingt nicht so geil. Und es ist direkt wieder drauf, alles klar. Ja, das deckt er halt, ne? Kriegt halt immer mehr Arkan-Schaden. Ja, das ist natürlich ungünstig. Es deckt halt ziemlich schnell, dass ich ein paar tausend mehr Arkan-Schaden krieg, ne? Schau mal, ruft sich hier ein paar Dudes. Ach ne, das ist seine Frau, sehe ich gerade. Blutelfin. Kannst du mich glatten? Naja, Scheiße, ich hab keine Ahnung. Jetzt war ganz speziell wegen dir. Mein Inventar ist voll. Was mach ich denn jetzt? Du hast Probleme, jetzt heil mich lieber. Ich heil dich.
Er sucht einen Boss, dann graffelt er im Inventar rum, Ach weißt du? nö. Immer abgelenkt, der Typ. Ach nö. Was denn? Du solltest dann mal raggen. Nach der Putt oder? Ja. Jetzt geht's ja nicht. Was meinst du? Also ich kann auch noch durchziehen, wie du willst. Ja, ohne Mana ziehst du gar nichts durch, ne? Ah, ich hab noch Engel ab. Da geht's einiges. Nach der Mobgruppe würde ich mal sagen, du Rexen, dann machen wir da mal die kleinen Pflanzen da hinten. Okay, Schätzchen. Okay, Schätzchen. Schätzchen, okay. Sind wir schon so weit in unserer Beziehung, dass du mich Schätzchen nennen kannst? Glaub, du musst ja ins Bett. Wird spät. Ja. Scheiße, ich stehe schon wieder in irgendeinem Müll drin. Ich glaube, der Heiler wollte eigentlich regen, ist nicht so gut, dass er die Das war ganze Zeit mein weiter Fehler. pullt. So, jetzt setz dich hin, Ich Schätzchen sitz. hier. Ich sitz. Mach Sitz. Komplett mach Unglaublich. Sitz. Mensch, was ist da schon wieder los? Ja, aber sie. Ich schau das nicht mehr. Bin da. Halt relativ viele Bosse, ne? Deswegen bist du halt hier schon ein bisschen beschäftigt in dem Laden. Ach, das ist gar nicht, warte mal. Hier, das ist der Boss, den brauchen wir. Sag mal, wenn du Heilung brauchst. Das sieht man doch, wenn es halt klebt. Ja, falls du noch was hast, keine Ahnung, kannst du ja ziehen. Ich Naja. drück durch. Bist du schauen, dass du Damage machst? Wie gesagt, Hauptsache ich bin über dir. Weißt du, wenn du mich nicht heilst, dann muss ich halt meine Eigenheilung drücken, das kostet mich Damage. Ich heil dich. Bis voll. Hier durch. Was ist denn jetzt? Was ziehen die Gelassenheit? Ja, kann man Jetzt ist den aber irgendwie mal Schluss interrupten? hier. Jetzt aber Nee, mal den Schluss kannst du hier mit nicht dem mehr Kopf. interrupten. Immun gegen Schaden, wir Sind müssen die Kleinen, glaube ich, immun gegen töten. Stun? Ja. Ich sehe dich jetzt nicht über mir im Schaden. Bitte nicht. Hauptsache ich bin über dem Edge. Bitte? Passiert jetzt. Ja, Zum beim kleinen Mage bist Mädchen du. nicht. Fuck, ich hätte fast den Hunter noch gepackt. Ah. Weil der aufs falsche Teil gehauen hat. Aber Ja, zum Glück ich habe da echt ist auf den kein Gegner Immun gekommen. gehauen, ne? Bis ich es gecheckt habe, dass der Immun ist. Du gehst ja hier kaum rein, ne? Deswegen ist das halt immer ein bisschen blöd Ich war teilweise. hier noch nie drin, ich kenne die nicht mehr. Aber die letzten beiden habe ich auch davon noch nie gesehen. Nimm alles mit, nimm alles mit. Wisst ihr, hab Wall und Alles alles geht. gut, nimm alles mit. Ich brauch's keine Wall. Ich hab doch Flügel. Nein, er hat Flügel. Ich bin halt dead. Ja. Ist doch kein Problem. Du bist doch Jetzt. trotzdem geheilt. Ja, aber ich darf die wieder retten, ne? So, hier. Kennt ihr diese Leute, die immer so ein Retzmakro haben? Steh auf, du Pappe, und irgendwie sowas. Auf dem Boden ist kalt mäßig, ne? Drauf Ja, gut, treten. wie die Sprüche alle heißen. Ich weiß gar nicht, ob wir die Danke Mobs dir. da drüben alle machen müssen, ob wir den Boss nicht skippen könnten, theoretisch. Hier irgendwo eine Tür? Nee, ne? What the? Kommen ganz schön gut raus, die Dudes. Ich glaube, für eine Quest brauchen wir den, ja. Vogel schon wieder tot. Kümmerst du dich halt nicht gut genug um den, ne? Ich hab nichts, was ihn heilen kann. Natürlich hast du eine Heilung. Aber das macht kein Damage. Irgendwie hat das Was ist Höllenfeuer ziemlich. das? Kann man da weglaufen von. Ah, okay, ja, da kannst du weglaufen. Outrangen geht, ja. Vor allem, ne? Ihr werdet. Ich hasse euch. Wo ist eigentlich unser Ey, Frost? sorry, ich bin einfach nur stehen geblieben. Ja, du hast. Der Putt kam halt von hinten.
So, weg, weg von dem Dude. Bitte nicht die anderen adden. Oh, sie haben mich gestunt. So, dann nutze ich die Zeit, wo ich gestunt bin und verteile mal einen neuen Mond. So. Oh nö, bitte nicht. Dann ist mal. Bisschen gebrannt, Markt. Oh, ich hab einen Stab gekriegt. Also das ist schon dreist mit dem Mond jetzt hier. Dreist ist einfach stehen zu bleiben, um Hops zu pullen. Ja, ich würde eigentlich. Ja. Ich bleib halt stehen, weil ich bin 4, 3, 2, 1. Tiller tot. Guter Grund. Ich war halt übernommen. Ja, ich weiß, machst du alles. Nix. Machst du nix. Kriegt ihr das noch irgendwie? Könnte knapp werden. Nee. Aber ihr könnt ja eh nicht retzen, ich muss eh latschen. Nee, dann. Okay. Bitte. Haben sie dich übernommen? Eieieiei. Ich würde gerne mein Schildtrinket anlegen können, aber das geht erst, glaube ich, ab 100 oder so. Das ist immer noch eine schicke Sache. Ist das das von dem BFA-Dingens da? Oder welches meinst du? Nee, das krass in Wattle damals, nicht in Wattle, in Warlords of Draenor hast du das bekommen. Das kannst du aber meines Wissens erst dann anziehen. Ja, kannst du halt nochmal so ein Schild schmeißen, das ist schon ganz praktisch. Das stimmt, ein Trinket. Hast du dir jetzt eigentlich die neuen Schmuckstücke geholt? Naja, die hab ich gut. Ja, genau, von 100 bis 120 ist das, ne? Absorbiert halt ein bisschen Damage. Oh, ich meine, das mit Schnelligkeit und so weiter, das wolltest du ja testen. Ach so, ja, das theoretisch könnte man das auch hier in so Gruppen machen. Habt ihr die auch, diese Trinkets? Ich weiß nicht, eben nicht. Könnte man eigentlich mal, was haben wir denn? Ach, ich hab ein Trinket, das meine Bedrohung verringert. Natürlich nicht so prickelnd. Wäre vielleicht für unseren Mage was. Benutzt. Ja, was? Warum nicht? Warte mal, wo habe ich denn die? Genau, es gibt hier. Aber das ist halt auch nicht viel, ne, was du hast. Also es sind hier 40 Meter, 20 Sekunden lang, 18 Stats. Sind 18 viel? Eigentlich nicht, ne? Bei was denn? Oh, mein Gear ist kaputt, oder? Nee, noch nicht ganz. Ich hätte zum Beispiel nur 154 Tempo und es sind 16% schon. Ja, man könnte. Also wenn das jeder anzieht, ich weiß nicht, ob man das stacken kann, ne? Dann kannst du halt immer die ganzen Stats schmeißen. Könnte sich vielleicht schon rentieren. Also getestet habe ich es bis jetzt noch nicht, aber es ist halt auch schwierig zu gucken, wie viel es jetzt echt ausmacht unterm Strich, ne? Kannst du halt immer schwer abschätzen. Wie lange machst du halt eigentlich noch? Ja, ich bin gerade ernsthaft im Überlegen, ob ich jetzt quasi nach der Folge in dann mit dem Leveln erstmal ne, aufhöre oder ob wir dann nochmal eine machen, aber das haben wir dann halt auch schon eins, ne? Weiß ich nicht, wie sieht's denn bei euch aus? Ich hätte schon noch. Diese Grütze ist halt. Also wie ihr wollt, wenn ihr jetzt noch Bock habt und sagt, hey, ihr wollt jetzt noch unbedingt weitermachen, können wir schon noch machen. Was eine geht, ne? Da machst du eigentlich mal PvP? Meinst du Arena? Ja, ich wollte halt erst leveln wegen dem Achievements, ne? Ach so. Dings, ja, Arena muss ich auch noch machen, das ist richtig. Ach, hast du das nicht letztes Mal noch weitergemacht? Nee, ich habe ja nur einen Abend, bevor die Völker rauskamen, mal Dings gemacht. Dann wollte ich am Sonntag auch noch spielen, aber da war das Internet ja so kacke, dann ging das nicht. Dann nicht mehr weitergebastelt gehabt. Wie weit bist du noch gekommen, oder? Wie gesagt, ich habe ja nicht weitergemacht. Ich habe ja den einen Abend auf 1400 irgendwas gebastelt und dann. Ich habe ja schon nicht mehr und mehr geschaut den Abend. So, ja, das war ja mitten in der Nacht irgendwas. Mit irgendwie so Gammlern Ding gespielt. Ich habe nur noch gesehen, wie es halt die Random Arena gemacht hast und irgendwie. Naja. Ich hab mit dem Major Pain gespielt, ja, auf 1400 sind wir gekommen. Halt einfach nur mit einer Nacht ein paar Games, man hat mal ganz gut gewonnen eigentlich. Muss halt erstmal einmal ein bisschen das Rating hochspielen von 0, ne?
der Boss. Ja. Renas, hey, grüß dich. Ja, aber mit einem Level 60er Char kannst du halt auch schon Blutkessel kommen, also da hast du auch nicht so viel gewonnen. 59 wäre halt optimal. Meinst du jetzt im Stream meinen? Ach, ich bin ein bisschen noch am Leveln hier. Mein Char heute ganz gut hochgespielt, ne? Schon 20 Level gemacht, da kannst du nichts sagen. Gucken, wie weit bin ich denn? Ja gut, ich bin gerade erst aufgestiegen. Ich werde wahrscheinlich hier nicht noch ein Level kriegen. Habt ihr den? Müssen wir den looten? Ja, den müssen wir auch looten. Genau, Kultiras Druid habe ich. Hier das für die nicen Gestalten. Ja. So, das Bäumchen müssen wir noch fällen, dann haben wir es für die Instanz. Ach ja. Ich bin jetzt irgendwie schon recht müde, ne? Weiß nicht, ob er noch eine Macht soll. Dann drückt er mir am Anfang schon einen Schutzgeist. War das nicht hier so, dass er auch wieder diese Blumen beschworen hat die ganze Zeit mit einem Fight? Wo ist denn der Spitzenfrostschilder? Du, von den Sanelari-Trollen finde ich jetzt auch nicht so schlecht, aber stimmt schon, die Drussgestalten sind fast die cooleren. Ah, hier waren diese Schößlinge, ne? Sieht dann, wenn die den erreichen. Ah, okay, die hitten einen nur. Ich dachte, die heilen ihn vielleicht oder irgendwas. Der linke da, der schaut anders aus. Ah, ne, der auch nicht. Oh, schau, das Zorns ist da. Hey, jetzt sind sie einfach verschwunden. Betäubt. Hä? Was haben die jetzt gemacht? Ich glaube, der hat uns betäubt und dabei hat er die Pflanzen gekillt. Ja, aber... Ja gut, ne? Mir ist jetzt nicht so ganz klar, was das jetzt gemacht haben. Die haben uns einfach nur ein bisschen gemiliet, so wie ich es gesehen habe. So, ich geh jetzt nochmal verkaufen. Na, 3 Minuten. Ich glaube, das lohnt sich nicht, nochmal eine Folge anzufangen. Nochmal eine Instanz zu machen, so rum. So, jetzt haben wir den Käse noch weg. Ich müsste ich mal neu drüber transmoggen, ne? Über mein ganz schickes Transmog hier. Ich habe das im Low-Level gemacht, da kannst du ja nicht so viel transmoggen. Und dann meinte jemand, ich muss unbedingt den Char transmoggen. Und dann habe ich halt kein schönes Transmog-Zeug gehabt. Dann habe ich mich entschlossen, einen möglichst hässlich equippten Char zu basteln, ne? So, ist das was wert? Naja, auch nicht so wirklich. Wo ich das jetzt da wieder versuche, ewig mal hart zu verticken. Weg damit, weg damit. Das Zeug kauft halt eh keiner. So, dann soll es das für die Folge gewesen sein. Auf 72 bin ich immerhin gekommen. Tagesziel erreicht. Und ja, wenn ihr wollt, schaut das nächste Mal wieder rein. Euer Tela. Bis dann. Ciao.